Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream und ich heiße euch herzlich willkommen in War Thunder. Ja, der Weltkriegsmodus hat gestartet in die zweite Season. Datum hat mir heute nicht bekommen, weder Neuigkeiten noch sonst wo steht das drinne. Vor ein paar Tagen wurde dazu was angekündigt, aber wann das losgeht, wurde nicht angekündigt. Ein bisschen blöd, ne? Das ist ein bisschen doof. Ja, ich starte schon jetzt in die Schlacht schon mal. Es hat sich so einiges geändert, ne? Ja. Leute, die diverse Schiffe, Fahrzeuge allgemein nicht haben, bekommen sie gestellt. In ausgebautem Zustand heißt es eigentlich. Ja, warten wir es einfach mal ab. So. Das hier basiert auf, also nennt sich hier historisch und das ist so ein Mix aus ja, Arcade und halt realistisch gedreht. Das ist halt wie gesagt so ein Mix. Und ja, das haben wir ganz interessant gemacht. So, wir sind ein bisschen. Und jeder kann halt dran teilnehmen, wie man sieht. Wir sind Leute, die haben gar keinen Plan. Also jeder kann dran teilnehmen. Da bin ich ganz froh drüber, dass sie das so gemacht haben. Wir haben aber allerdings nicht unendlich Munition. Also. Ne? Eine interessante Schlacht. Sehe ich jetzt schon voraus. Oh ja. Das wird sehr interessant. Ich schicke einfach mal so ein Korb raus. Es trifft immer den richtigen. Es ist bis jetzt immer der richtige. Ja, so wie es aussieht, müssen wir auch so einen Konvoi schützen oder so. Irgendwo in der Richtung. Oder wir, keine Ahnung. Ich werde jetzt keine richtige Angaben. Okay, wir müssen sie angreifen. Ihren Konvoi müssen wir angreifen. So läuft das. Okay. Oh mein Gott. Das sind aber ganz schön viele. Oh mein Gott. Mist. Oh, den krieg ich auf deinem Gang, ne, mein Freund? Oh, ich werde das hier wirklich gut halten. Wieder ein Spiel, wir sollen hier unendlich sein. Oh, oh, das sieht geil aus. Nein, ich muss nachladen. Ich muss nachladen, das ist nicht schön. Komm, lad schneller nach. Schneller. Noch schneller! Dabei! Nee, wie heißt das Amis? Go, go, go! Oh mein Gott, oh mein Gott! Jetzt komm schon! Diggi, diggi! Wo ist er? Da! Er brennt! Oh fuck! Och nö! Er hat mich. Mist! Ja, so wie es aussieht, unendliche Einstiege. Und die Schlacht geht halt so lange, wie sie halt dauert. Maximal 25, 30 Minuten müssten es sein. Und ja, ich finde das ganz nice. Das macht richtig Spaß. Also ich mag ja schon die Weltkriegsmodus. Der einzige Punkt, was mich immer so ist am Anfang nicht so gestört hat, war eigentlich der Punkt, was ich gelesen habe, von wegen hier,
Ja, ich habe das ein bisschen verwechselt, sagen wir mal so. Ich habe nämlich gelesen, was von wegen, dass nur Clans dran teilnehmen können. Da habe ich mir gedacht, ja, das wird dann verarscht. Das war dann jetzt ein Irrglaube oder ein Fehler von mir, ne? Aber die Ausschreibung von Legend ist halt auch so ein bisschen kompliziert, das muss ich ja auch zugeben. Manchmal, ja, keine Ahnung. Manchmal ist es komisch ausgeschrieben von denen. Irgendwie seltsam. Aber gut, alle können mitmachen, das macht Spaß und. Ich bin Platz 1. Scheiße. Ich bin Platz 1. Oh, woran liegt das wohl? Ja, ist geil, ne? Läuft. Geiler Weltkriegsmodus. Also während wir hier auf dem Meer kämpfen, tut es natürlich auf derselben Karte hier irgendwo manche an Land kämpfen. Wow, da haben wir es gewonnen. Ich muss nur noch hier Zerstörer klatschen. Oder auch nicht, wir haben es geschafft. Nicht geschafft? Nicht geschafft. Nee, wir haben es geschafft. Okay, geschafft. Ah, wir haben es geschafft. Ich sag doch, wir haben es geschafft. Ja, Belohnung. Mal gucken, was ich jetzt krieg. Komm schon. Nein, nicht den Dreck. Nicht den Dreck. Ah, ich krieg natürlich den Dreck. Den Dreck krieg ich. Mist. Bevor ich jetzt hier wieder drauf einsteige, so, ihr kriegt natürlich nach jeder ersten Schlacht, kriegt ihr natürlich hier, ne, wie ihr halt seht, Talisman ist ganz nice, Modifikation brauche ich jetzt nicht unbedingt, obwohl für gewisse Panzer oder so, vielleicht, oder Schlachttrophäe ist geil, aber die anderen zwei, wer dann sein Einsatzbefehl, die könnt ihr euch sonst wohin klatschen, kann ich nicht gebrauchen. Ja, derzeit kämpfen halt Amerikaner gegen Japaner, ne, auf dem Luzon oder lassen. Also ich will immer Französisch aussprechen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das ist auch irgendwo in der Nähe von. Ach, keine Ahnung. Das kann man jetzt nicht so sehen. Haben sie ja hier noch mit Wolken drauf gemacht. Das ist ein bisschen doof. Ja, hier wird natürlich dann auch extra noch was ermittelt. Bester Spieler des Tages, bester Spieler der Saison und so weiter. Es gibt diverse Preise. Es gibt einen Panzer zu gewinnen. Und es gibt ein Schiff zu gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Flugzeug zu gewinnen gibt. Das blende ich alles dann in dem Video mit ein, ne? Was es alles zu gewinnen gibt. Ja, welchen Rang muss man haben? Also gesagt, auf welchem Platz muss man sein, um dasjenige zu gewinnen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube mal, wie war das mit den Gewinnen? Unter den besten 500 oder sowas kriegt man dann da hier irgendwie was extra. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das war. Ihr seht aber schon unter den besten Spielern, hier hat sich schon viel eingependelt. Yay, ich bin Platz 10.303. Yay! Ich habe noch einen weiten Weg von mir. Weiten, weiten Weg. Sehr weiten Weg. Aber nichtsdestotrotz, das war eine zu kurze Schlacht. Ich ziehe noch eine hinten dran. Gucken wir mal hier drauf. Könnten natürlich auch bei Japanern teilnehmen. Ne, wir gehen auf die Ami-Seite. Ich weiß nicht, ich hab's mit Amis. Da ist einmal Lande. Puh, da haben sie eine Niederlage erlebt. Vielleicht hier. Ah ne, da ist was. Da ist gerade was am Laufen, aber ich komme da nicht rein. Was ist hier? Ne, da vielleicht? Nö. Ist schon voll. Schade war's. Oder wir machen das so, genau. Alle Schlachten auf dem Weltkriegsmodus hier anzeigen. Ach nee. Ah, da ist was frei. Da ist was frei. So. Sehr schön. Dann mache ich hier mit. Ja, das ist halt immer so eine Frage, ne? Es sind natürlich viel mehr von diesen kleinen Schlachtservern offen, ne? Deutlich viel mehr Leute haben da was gestartet. Die meisten, die öfters mal was starten, sind auch sehr viele Clans. Oh, das sieht geil aus. Wir haben diesen Link vorbeigekommen. Sieht geil aus. Auch wenn es total wie eine Höhle ist. Ach, dieselbe Schlacht, okay. Auch wenn es total unmöglich ist, Leute, aber ich würde ein Haus drauf bauen. Weiß nicht, aber. Ich würde ein Haus drauf bauen. Ich weiß, wie willst du an dein Essen kommen? Naja, viel willst du da nicht drauf leben, wenn überhaupt. Ach, da ist mein halbes Leben lang Fisch. Das kann ich auch nicht.
So, oh, wir sind schon wieder drüber. Ach du Scheiße, wie viele hier die Mutsuki nehmen. Wir sind tot. Kuma, Mogami, ach, wir sind tot. Ich hätte schon andere Seite gehen sollen. Wo soll ich das an? Ja, Kuma, Mogami, hallo zu Mutsuki. Die sind natürlich überstark. Die kloppen uns natürlich in 1000 Teile. Okay, wie weit steht ich nicht, ne? 4000. Wie weit sind nochmal diese Torps? Muss ich überlegen. Ich werde nur 2,5 drauf. Wow. Das sind so kleine Stücke. Guck dir an, Kudashi. Okay. Einfach mal mit Verdacht meine Torpedos los. Dem da im Blickfeld, ich will ihn schon haben. Ich will vielleicht mal ein bisschen näher ran. Wenn er mich nicht beachtet, sagt er das böse Wort, Leute. Okay. Der ist ein bisschen pissig auf mich. Der will mit mir nichts zu tun haben. Oh, der hat mich. Scheiße. Das ist nur eine Vermutung. Aber ich glaube, ich bin da richtig. Das war fast perfekt gedacht. Nur, dass ich zu... Ja, zu früh meine Torps losgeschickt habe. Ja, ein bisschen doof war das. Ein bisschen war es doof. Los, schlafen, rein, lass mich rein. Was jetzt dieses komische Kreisartige da zu bedeuten hat, kann ich jetzt nicht sagen. Es bewegt sich. Das ist das Einzige. Das ist nicht, wofür es da ist. So, wartet mal, ich habe irgendwas gelesen von wegen, irgendwelche Bereiche sind dann zum Nachladen gedacht. Ich glaube, das ist dieser Nachladebereich, wo man halt die Munition nachladen kann hier. Wenn man alles verpulvert hat, wie Torpedos und ne, Maschinengewehrmunition und so weiter. Warum bewegt der sich dann? Ach so, das bin ich. Ich bin ja ein Idiot. Das bin ich, der sich da bewegt. Es sieht halt so seltsam aus. Halt wirklich so aus, als würde sich das bewegen, aber da halt nicht. Noch nicht schießen, noch nicht schießen. Ach, jetzt sehe ich erst die Schüsse hier. Nö, den will ich hier nicht machen. Los. Okay, da ist die Yodashi. Das ist jetzt so eine Pi mal Daumen Geschichte hier. Das ist eine Pi mal Daumen Geschichte. Ich würde natürlich auch woanders einsteigen, weil da oben. Ja, das sind die Nachladezonen. Gut zu wissen. Ja. Sieht so gut aus für mich. Oh, wir haben verloren. Wen wundert's? Wir haben uns richtig einen eingeschenkt. Keine Chance. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich doch lieber die panische Seite genommen. Ja gut, was soll's. Ja, die Schlacht ist vorbei. Wir haben verloren. 60 Verluste. Ja, wir hatten also entsprechend auch Tickets. Ihr seht hier auch die Clan-Namen, die Clans, die das hier erstellt haben eventuell, also diese, ne, KG43 und Babai kenne ich irgendwo, ja, ich glaube, die hab ich schon mal irgendwo gelesen, ja, das war jetzt nicht so gut, was ich da, ja, das war's erstmal so ein bisschen
Zweite Weltkriegsschlacht, kann man sagen, ne? Also Weltkriegsmodus. Finde ich aber ganz nice, macht Spaß, wie vom letzten Mal. Ja, wie gesagt, was da halt alles zu gewinnen gibt an Fahrzeugen Co., das werde ich ja noch hier mit ins Video mit einblenden. Das Video selbst wird jetzt erst leider am Freitag rauskommen. Tut mir leid, aber ich bin zu spät auch schon benachrichtigt worden, dass der Weltkriegsmodus A läuft, ne? Und der geht halt nur bis 22 Uhr, also heute. Und gut, um 1 Uhr bis, also um 1 Uhr nachts bis 7 Uhr morgens kommt, geht er dann nochmal morgen los. Aber ja, nicht jeder ist um die Uhrzeit wach. Sagen wir es mal so, ne? Ja. Und dann gucken wir mal, was in den nächsten Tagen, wann wieder es weitergeht. Also das hier werden mehrere Schlachten sein in den nächsten paar Tagen und ja, werden wir einfach sehen. Ja, zu den Fahrzeugen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe. Wenn ihr etwas nicht habt, ne, wird das euch zur Verfügung gestellt. In ausgebauter Form diesmal. Vorher war es ja unausgebaut, jetzt ist es in ausgebauter Form und das finde ich ganz nice. Dementsprechend, ne, ja, ganz gut. Gut, Leute, das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es das hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Kommi da, lasst ein Abo da. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Zockertag. Ich werde natürlich weiterhin vom Weltkriegsmodus hier verschiedene Videos machen. Ne? Mal gucken. Flugzeug fliegen, Panzer fahren und, wo hier halt, ne, alles, was möglich ist. Ja, gut. Dann, bis dann, Leute. Ciao.